Was macht letztendlich den Erfolg der Munich Business School aus? Ich denke, es sind vor allem die Menschen, die die Munich Business School geprägt haben. Und jedes Jahr kommen immer wieder neue Studierende mit neuen Elan, neuen Ideen, neuen Enthusiasmus an die MBS, und auf die freuen wir uns jedes Jahr immer wieder. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Ihre Schule vor 20 Jahren gegründet wurde, 1991, gab es zwar schon Handys, aber die waren ungefähr so groß wie ein Ziegelstein. Wenn Sie zurückschauen auf 20 Jahre Managementkarriere, was war für Sie die einschneidendste Veränderung? Diese Informationstechnologie, die Zugänglichkeit von Know-how, dieser Abstand, diese Geschwindigkeitszunahme, getrieben durch diese Informationstechnologie, glaube ich, war das am meisten prägende. Ich glaube prinzipiell, dass Unternehmertum sich in den letzten 1000 Jahren erstmal nicht geändert hat. Trotzdem hat sich natürlich verändert, dass wir als Kleinstunternehmen heute überraschend nach Kolumbien fliegen müssen, weil da jemand ist. Also diese Internationalisierung ist natürlich auch, ich möchte nicht sagen Mittelstand, aber auch in diese Kleinstunternehmen eingebrochen. Haben Sie einen Eindruck bekommen, was sich vielleicht in den 20 Jahren verändert hat bei den Leuten, denen Sie begegnet sind? Man muss sich permanent auf Neues einstellen. Das ist manchmal sehr, sehr fordernd. Wenn man oben bleiben will als Wirtschaftsnation, natürlich eine Rolle in der internationalen Welt spielen wollen. Und die Dynamik, die Herausforderungen sind größer geworden. Vielen Dank. Insofern sind diese 20 Jahre MBS 20 Jahre Kontinuität und Erfolgsstory, und es ist schön, dass Sie sich für uns entschieden haben, um an dieser Erfolgsstory weiter zu arbeiten und zu leben. Und idealerweise werden wir in den nächsten 20 Jahren ganz viele von den heutigen Erstsemestern wieder treffen, die dann hoffentlich große Chefs, wichtige Manager sind, die ihren Beitrag in den Firmen etc. leisten, und wir werden an gemeinsamen Updates arbeiten. Unser Dank gilt deshalb heute all denen, die in den vergangenen 20 Jahren der MBS das Vertrauen geschenkt haben, und all denen, die dazu beigetragen haben, dieses Vertrauen zu rechtfertigen.